Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Sie sind jetzt im Deutschen Hamburger Schauspielhaus. In Karl Sternheims 1913 der Kapitalist Christian Maske, die Figur des unheilbar gesunden Bürgertums, das keinerlei Irritation erfährt. Wie sieht sich, ohne Vergleich zu Maske natürlich, ein so erfolgreicher Schauspieler wie Sie? Sind auch Sie ein Bürger und gibt es in dieser Lebensform etwas, das einen außerhalb der Gesellschaft stehen lässt? Also welche Standortbestimmung nimmt der Schauspieler Hinz vor? Ich bin ein Bürger unseres Staates, erfülle meine Pflichten als Bürger so gut ich kann und nehme alle Rechte eines Staatsbürgers in Anspruch. Aber ich bin nicht bürgerlich beruhigt. Ich werde immer in Bewegung bleiben und vor keinem Experiment scheuen, sofern ich es ernst nehmen kann. Erst im Jahr 71, also mit 68 Jahren, habe ich es gewagt, als Debütant im Burgtheater aufzutreten. Es hat sich gelohnt. Und nun werde ich, solange es geht, in Hamburg und Wien Theater spielen. Ich hoffe, ich bleibe immer modern, ohne mich je von mir selbst zu entfernen. Und Modernismen verfällt man nur, wenn man jung ist und unbedingt sein zu müssen glaubt. Unbedingt ist meine Forderung nach überzeugender Arbeit. Und arbeiten kann ich nur in Harmonie. Ja, zur Arbeit. Das Spektrum Ihrer Rollen ist ja überwältigend. Wenn man einmal zurücksieht, Marquis Posa, Richard II., Peer Gynt, Faust und Mephisto gleichermaßen geschätzt, gefeiert und gepriesen. Nur ein paar Namen, also aus einer gigantischen, mimischen Skala. Von welcher Rolle können Sie sagen, sie sei Ihnen auf den Leib geschrieben? Ich glaube kaum, dass ich von irgendeiner Rolle sagen kann, sie sei mir auf den Leib geschrieben. Aber jede Rolle stellt einen vor die Aufgabe, sie sich einzuverleiben, ohne sich und ohne die vom Autor erfundene Figur zu vergewaltigen. Das ist oft ein langer Weg und nicht immer führt er zum erstrebten Ziel. Welcher Schauspieler kann schon den Faust oder den Peer Gynt ganz erfüllen? Möglicherweise bringt er es in verschiedenen Anläufen, in fortschreitenden Entwicklungsstadien seines Lebens und Ringens kapitelweise zu einer gewissen Erfüllung. Aber es wird immer wieder jeden Protagonisten reizen, sich mit diesen Aufgaben auseinanderzusetzen. Der Poser war ein besonderes Erlebnis für mich, da ich ihn unter der Regie des genialen Jürgen Fehling erarbeiten konnte. Diese Arbeit öffnete mir eigentlich erst den Weg zu den klassischen Rollen und schließlich zum Richard II. Vielleicht gelang mir die Gestaltung dieses Shakespeare-Königs, der so leichtfertig und tyrannisch seine Herrschaft beginnt und so tief fällt und im tiefsten Elend zu menschlicher Größe wächst, am besten von allen Rollen, die mir in den ersten 20 Jahren meiner Theaterlaufbahn gestellt wurden. Hinz, Sie sind, wenn man überhaupt Kategorien bezeichnen kann, sind Sie Bühnen- und nicht Filmschauspieler. Jedenfalls sind Sie einigermaßen bewusst abstinent geblieben, was die Kunst der Leinwand angeht. Und andererseits sind Sie in, ich weiß nicht, 30 oder 40 Filmen aufgetreten. Und man sollte auch sicher noch das Fernsehen erwähnen, ein Medium, durch das Sie Ihr Publikum noch weiter vermehrt haben. Was hat Sie eigentlich gehindert, völlig zum Film überzulaufen? Die Filmarbeit hat mir oft große Freude bereitet. Ich denke besonders gern an Filme wie Der Alte und der junge König, an die Jugend, an die Entlassung, an Das Herz muss schweigen, an die Schuld des Dr. Hommer, an den Biberpelz, an die Buntkarierten, an die Buddenbrooks, auch an meine letzten Filmrollen, an den Großvater in den beiden Malpass-Romanen. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung und wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft und viele andere. Es war immer sehr spannend, wie schließlich das Gesamtbild dieser Mosaikarbeit aussehen würde. Im Gegensatz zum Theater kann man dann wie ein Maler seine Arbeit selbst betrachten. Das Fernsehen, das mir auch schon manche lohnende Aufgabe brachte,
Denken wir nur an die letzte Arbeit, das war der Geheimrat Clausen in Hauptmanns vor Sonnenuntergang. Ist so eine Mischung von Film und Theater und hat für mich auch einen großen Reiz. Filme und Fernsehaufzeichnungen werden natürlich von viel mehr Menschen gesehen als eine Theateraufführung. Und sie machen die Schauspieler bekannt. Aber das Erlebnis der auf der Bühne dargestellten Rolle vor den Zuschauern im Theater können mir Film und Fernsehen nicht geben. Darum lief ich nicht über zum Film. Die ganze Familie Hinz hat es mit einer derselben Muse, ihre Frau Imi Bessel, ist unseren Hörern sicher seit langem bekannt. Ihre Kinder, ausnahmslos die Tochter Dana und die Söhne Michael und Knut, sind alle Schauspieler. Wie kommt das? Können Sie sich das eigentlich selbst erklären? Imi Bessel war zunächst meine Partnerin auf der Bühne und wurde dann auch meine Ehepartnerin. Unsere Kinder haben wir weder bewusst dazu angeregt, sich unserer Zunft zu verschreiben, noch haben wir ihnen abgeraten. Sie haben alle Nöte und nervlichen Belastungen, die unsere Tätigkeit mit sich bringt, aus nächster Nähe miterlebt. Es hat sie nicht daran gehindert, Schauspieler zu werden. Und es musste wohl so sein. Denn ich finde, sie sind alle drei begabt. Hier in Hamburg-Nienstetten haben Sie Ihr Haus bewusst als Ruhe- und als Angelpunkt der Familie gebaut, auch wenn die Kinder schon längst flügge sind. Nun steht da an der Tür, in Rheinhessischem steht es noch. Zu de Scheure Bautzler steht da. Sehr gut, dass Sie es aussprechen. Das sind also die Leute, die früher ein ländliches Publikum mit dem Schlagen von Purzelbäumen in Scheunen unterhalten haben, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Was ist denn noch an diesem alten komödiantischen Terminus? Sind Schauspieler heute nicht schon avanciert und haben sie nicht selbst im Laufe ihres Lebens auch beobachten können, dass ihr Beruf an Ansehen gewonnen hat, abgesehen von denen, die ihm immer schon Verehrung gezollt haben? Oh, das Schild soll uns vielleicht daran hindern, zufriedene, satte Bürger zu werden. Unser Stand hat mit Recht mit den Jahrhunderten an Ansehen gewonnen. Er ist solider geworden und wohl auch einträglicher. Wir bauen uns nach Möglichkeit einen ruhenden Pol. Aber wir müssen uns unsere produktive Unruhe bewahren. Das eigene Heim soll uns nicht davon abhalten, zuweilen wieder auf Wanderschaft zu gehen. Haben Sie nicht einmal selbst gesagt, Sie seien ein nordischer Typ? Und ist es das dann, was Sie Hamburg schätzen lässt? Da habe ich aber was Tolles gesagt, vom nordischen Typ. Schicksal und Neigung ließen uns in Hamburg vor Anker gehen. Ich bin Berliner. Meine elterlichen Familien kommen aus Pommern und Posen. Und so kommt es wohl, dass ich in Norddeutschland am richtigsten zu Hause bin. Herr Hinz, zum Abschluss, was würden Sie einem jungen Schauspieler empfehlen, einem jungen Kollegen? Übe dein Handwerk, liebe deinen Beruf, schau dich gründlich um, lerne zu unterscheiden. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de.